Gibt es einen Ort auf der Welt, bei dem viele Leute verheimlichen, dass sie planen, dorthin zu fahren oder jemals dort gewesen sind? Gibt es einen Ort, bei dem man gebrandmarkt wäre, wenn man diesen Ort je betreten würde oder zumindest den Versuch verspüre, diesen einmal zu sehen? Gibt es so einen Ort? Ja, es gibt ihn. Und nein, wir reden hier nicht von Bielefeld. Wir reden heute über Pattaya. Damit hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Schön, dass du zu diesem Video wieder eingeschaltet hast. Wir kennen das ja, seitdem wir hier YouTube machen, dass sich einige Leute doch ein bisschen schwerer tun, zum Beispiel uns mal ein Interview zu geben oder auch mal zu sagen, ich war in Pattaya gewesen und möchte auch darüber gerne offen und ehrlich sprechen. Per E-Mail, per Telefon oder in anonymen Gesprächen geht das hervorragend. Aber so offen traut sich doch kaum jemand zuzugeben, ja, ich mag Pattaya, ja, ich lebe hier. Und darum soll es in diesem heutigen Video gehen. Man kann also aus verschiedenen Gründen, auf die ich noch zu sprechen komme, nicht einfach hergehen und sagen, in meinem Urlaub fliege ich nach Pattaya. Es würde mit dem Flieger sowieso nicht nach Pattaya gehen, denn da gibt es gar keinen Flughafen. Der nächste Flughafen wäre der Utapao International Airport, aber ganz so international ist er nicht. Er wird von Westeuropa aus kaum angeflogen. Daher bleibt nur Bangkok. Hier erwartet einen das nächste Problem. Es gibt Leute, die behaupten, Pattaya sei gar nicht in Thailand. Und es gibt Leute, und es sind wohl dieselben, die sagen, Bangkok sei nicht Thailand. Wenn die via Bangkok nach Thailand eingereist sind, müssen diese Herrschaften, nachdem sie in Bangkok angekommen sind, noch eine Grenze überquert haben, nämlich die nach Thailand. Den Spruch, dass weder Bangkok noch Pattaya Thailand seien, höre ich, seitdem ich diesen Kanal habe und die meisten Leute sicherlich schon seit über 30 Jahren. Trotz oder vielleicht wegen des langen Zeitraums ist der Spruch weder origineller noch sinnhafter geworden. Er ist einfach nur blödsinnig. Wenn ich nach Bangkok fliege, bin ich also in einem Flugzeug, von dem ich gar nicht weiß, wo es landet oder in welchem Land es landet. Und wenn ich von Bangkok nach Pattaya reise, überquere ich irgendwo die Grenze nach Thailand, um dann Thailand wieder zu verlassen, weil ich ja in Pattaya ankomme. Und da bin ich nun, in Pattaya. In einer Stadt, von der ich nicht weiß, wo sie liegt, denn in Thailand anscheinend nicht. Pattaya City heißt die Stadt offiziell. Vielleicht handelt es sich um einen Stadtstaat, so wie Singapur. Das werden aber nur die wissen, die immer behaupten, Pattaya sei nicht Thailand. Jetzt kann ich aber, wie eingangs schon angedeutet, oftmals gar niemandem erzählen, dass ich nach Pattaya reise. Denn wenn ich Pattaya sage, bin ich gebrandmarkt. Dann komme ich mir vor wie ein Rind mit einem Brandzeichen. Schlimmer noch, ich komme mir vor wie ein Mensch mit einem Brandzeichen auf der Stirn. Auf dem Brandzeichen steht in Großbuchstaben, ich war in Pattaya. Natürlich mit einem Ausrufezeichen am Ende. Mit so einem Brandzeichen auf der Stirn gehe ich zur Arbeit, wenn ich meinen Kollegen erzähle, ich verbringe meinen Urlaub in Pattaya. Wer kann schon glauben, was dann los ist? Die feixen sich ein und das sind noch die harmlosesten. Die lachen, grinsen, machen obszöne Gesten oder Bemerkungen, behaupten, ich hätte irgendwo einen Druck, sprechen von Bumsbomber auf dem Hinweg und Tripper-Clipper auf dem Rückweg und finden das total witzig. Nun, es gibt auch Kolleginnen. Diese missbilligenden Blicke der Frauen sind fast noch schlimmer als das, was die Männer da veranstalten. Der Blick der Frauen sagt, dass sie so einen Pfeifenheini wie mich nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Ja, sie wünschen mir, dem Gebrandmarkten, noch nicht einmal mehr einen guten Morgen. Kann man das glauben? Und ich spreche hier nur von der Arbeit. Man darf sich mal vorstellen, wie das im Freundeskreis ist. Wenn man Freunden eröffnet, man reise nach Pattaya, hört man mitunter Kommentare wie, also das hätte ich von dir jetzt nicht erwartet. Wenn der Freund in Begleitung der Frau Gemahlin ist, kommt wieder so ein missbilligender Blick, wie ich ihn von der Arbeit schon kenne. Das wird der letzte Abend sein,
den sie mit mir verbracht haben. Für die beiden wäre es verzeihlicher gewesen, wenn ich ihnen aus heiterem Himmel eröffnet hätte, dass ich jetzt AfD-Mitglied bin. Das hätten sie mir ja noch nachgesehen, aber nicht, dass ich nach Pattaya reise. Meine Frau und ich haben unterschiedliche Jobs und können manchmal unsere Urlaube nicht miteinander koordinieren. Also fliege ich allein nach Pattaya. Aber wenn sie wüsste, dass ich als Mann, als ihr Ehemann, alleine nach Pattaya fliege, wäre Polen offen. Also sage ich es ihr nicht. Ich sage ihr, ich fliege nach Hongkong. Ich erzähle ihr, dass mich mit Hongkong eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet. Das erste Mal war ich dort kurz vor der Übergabe der britischen Kronkolonie an China. Ich wollte unbedingt noch vorher in die Stadt. Ich habe von dort aus einen Ausflug nach Macau gemacht. Das ist alles sehr, sehr lange her. Ich war nie wieder dort. Nur meine Frau glaubt, dass ich Hongkong und vielleicht auch Macau fast jedes Jahr besuche. Nur so ist es nicht. Und wenn meine Frau meine Freunde kennt, wissen meine Freunde, die meine Frau kennen, natürlich auch nicht, dass ich nach Pattaya reise. Alle denken, dass ich oft in Hongkong bin. Eigentlich müssten die sich doch wundern und sich fragen, was ich da immer mache. Das fragen sie aber nicht, denn Hongkong ist bekanntlich auch nicht Thailand, hat aber einen besseren Ruf als Pattaya. Bei meinem letzten Pattaya-Besuch habe ich eine ältere Dame aus der Schweiz kennengelernt. Sie gestand mir, dass auch sie niemandem erzählt, wohin sie reist, wenn sie nach Thailand fliegt. Thailand? Wieso Thailand? Wenn sie in den Süden fliegt, nach Krabi oder Phuket, geht das noch. Sie meinte wohl Pattaya. Interessant, dass auch Frauen ihr wahres Reiseziel verheimlichen, wenn es Pattaya ist. Darüber staune ich wirklich. Meine Freunde, nebst ihrer Gemahlin und sogar meine Frau würden jetzt Folgendes einwerfen. Wäre es nicht logischer, das Reiseziel zu verheimlichen, wie zum Beispiel, wenn Frauen mittleren Alters allein nach Kenia oder nach Jamaika reisen? Die Frage kann ich nicht beantworten. Wie dem auch sei, in der Heimat kann man jedenfalls mit niemandem über Pattaya reden. Man muss immer alles für sich behalten. Auch dann, wenn man platzt. Doch sobald man in Pattaya ist, neigt man dazu, einem relativ fremden Mitmenschen sein Herz auszuschütten. Wie die Schweizerin mir gegenüber. Endlich hat sie jemanden gefunden, mit dem sie frei über Pattaya reden kann. Beinahe kam es mir vor wie bei einem konspirativen Treffen. Vielleicht kennen sich die Teilnehmer solcher Treffen nicht gut oder gar nicht. Sie wissen aber, dass sie eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Sache haben, die sie verbindet, und daher können sie einander vertrauen. Und so erzählte mir die Schweizerin ihre Lebensgeschichte und ich ihr meine. Was die Daheimgebliebenen betrifft, es ist einfach nur unglaublich, wie kleingeistig diese Leute sind. Zumal sie immer nur an das eine denken. Es ist doch wie bei einem Rorschach-Test. Ich zeige eine abstrakte Zeichnung und dann muss man ganz schnell sagen, was einem dazu einfällt. Ich zeige kein Bild. Ich sage nur ein Wort. Ich sage Pattaya. Fällt dem anderen als erstes Thailand ein? Nein, natürlich nicht. Denn Pattaya ist nicht Thailand. Ihnen fallen nur irgendwelche Geschichten ein, die Sie mal über Pattaya gehört haben. Sie selbst waren noch nie in Pattaya. Und Ihnen würde es nie im Leben einfallen, dorthin zu fahren. Das behaupten Sie jedenfalls. Aber da das jeder behauptet, müsste Pattaya ein kleines Fischerdorf sein, in dem der Hund begraben ist. Ist es aber nicht. Hier steppt der Bär. Pattaya ist Partytown und Fun City. Hier kann man sich rund um die Uhr amüsieren. Hier kann man die Sau rauslassen, die verkniffenen und frustrierten Landsleute vergessen und einfach mal alles hinter sich lassen, was einen so auf den Schultern lastet. Könnt ihr nicht einfach akzeptieren, dass es Leute gibt, die gern nach Pattaya fahren und hier ihren Urlaub verbringen? Warum müsst ihr lästern, feigst, schimpfen? Seid doch mal etwas weltoffener. Es zwingt euch doch niemand nach Pattaya zu fahren. Und es besteht lange kein Grund, sich über Leute lustig zu machen oder sogar aufzuregen, die gerne ihre Zeit in Pattaya verbringen. So, lieber Zuschauer, jetzt bist du dran. Welche Erfahrungen machst du zu Hause in deinem Freundes-, Familien-, Arbeitskollegenkreis, wenn du ihnen offenbarst,
dass du gerne deine freie Zeit, deine Urlaube in Pattaya verbringst. Wie haben sie reagiert, als du ihn eröffnet hast? Ich werde eines Tages auswandern, und zwar um meinen Lebensmittelpunkt nach Thailand zu verlagern. Ja, wir haben bereits viele, viele dieser Geschichten gehört. Fragmente davon habt ihr im vorherigen Video gehört. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr Mythen und Geheimnisse erfahren werden, die es so über den Besuch in Pattaya gibt. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid und euch noch nicht getraut habt, auch wegen dem Grund Pattaya, diesen zu abonnieren, kann ich euch sagen, es ist absolut anonym. Niemand wird das merken. Könnt ihr also ruhig hier auf Abonnieren und auf die Glocke tippen. Dann verpasst ihr kein spannendes Video mehr hier aus der verbotenen Stadt Pattaya. Damit bedanken wir uns für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.